Wie bekomme ich denn mehr Geld auf die Seite und kann damit auch mehr Geld investieren? Mich hat vor kurzem ein Unternehmer angesprochen und hat gesagt, Mensch Michael, ich bin doch eigentlich finanziell gut aufgestellt. Also ich habe so das Gefühl, dass ich gut aufgestellt bin, aber irgendwas scheint nicht zu stimmen, weil mein Vermögensaufbau geht viel zu langsam vorwärts. Er hat nämlich Freunde, die beispielsweise Immobilien haben und daraus so eine Art passives Einkommen, und das hat ihn frustriert. Und hat mir eben gefragt, wie kann ich mehr Geld beiseite legen, um mehr Geld zu investieren, damit auch er ein passives Einkommen hat, beispielsweise spätestens in der Rente, um dort seinen Lebensstandard zu sichern, um eben unabhängig von seinem Firmenergebnis zu sein. Also dass er nicht permanent in der Firma mal lochen muss, sondern dass er sagt, ich habe da so einen Berg Vermögen, auf das ich zugreifen kann, was mir einfach monatlich Geld in die Kasse spielt. Ja, was hat er versucht? Er hat sein Einkommen gesteigert, das hat er auch ganz erfolgreich gemacht, hat aber immer wieder gemerkt, dass trotzdem ihm das Geld wie Sand durch die Finger rennt. Ja, irgendwie war das Geld trotzdem immer wieder weg. Und er hat auch versucht, sein Seelenheil in Anlagen zu finden, also in dem Fall in höher spekulative Anlagen, weil er darauf auf mehr Ertrag gehofft hat. Ja, weil mehr Ertrag bringt ihn schneller zum Ziel, das war so seine Annahme. Aber es ging halt einfach oft genug schief, also hat oftmals nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Und die andere Idee war eben über Immobilie, weil du da ja einen Hebel hast. Hört man ja immer, das ist viel einfacher, mit Immobilien ein Vermögen aufzubauen. Aber es hat ihn immer wieder ein Loch in die Haushaltskasse gerissen. Und es geht eben sehr schnell, dass du beispielsweise Ärger mit Mieter hast. Das ist mir auch passiert. Ich habe beispielsweise auch für einen Mieter, der hat ein Jahr lang nicht bezahlt, dann müsste man eine Räumungsklage machen und dann kannst du die Sachen, die du da drin hast, nicht einfach wegschmeißen. Das musst du sogar noch verwahren. Also weißt du wahrscheinlich selber, das Gesetz in Deutschland ist auf Seite des Mieters. Und da hast du manchmal als Vermieter schlechte Karten, wenn du nicht den nötigen finanziellen Background hast. Das heißt, er hat gesehen, dass sein Kontostand irgendwie immer wieder stagniert ist und er also nicht in der Lage war, vernünftig Vermögen zu bilden. So, was ist dann also, wenn er das nicht schafft, was ist denn dann die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass du am Ende deines Erwerbslebens, also am Ende, wenn du dein Unternehmen oder wenn du in Rente gehen möchtest, dein Unternehmen vielleicht nichts wert ist. Also du musst ja Vermögen aufzubauen, weil du kannst dich nicht darauf verlassen, dass dein Unternehmen noch einen Vermögenswert hat. Ja, das sieht man bei den Ärzten. Ärzte hatten früher auch ihre Praxis gut verkaufen können. Heute kriegst du für eine Arztpraxis bei den meisten Arztpraxen kein Geld mehr. Das ist also praktisch wertlos, kannst du verschenken. Oder wenn der Markt einbricht, kann ja auch immer wieder mal passieren. Es wird immer wieder mal passieren, dass am Markt irgendwie was passiert, was dir einfach nicht in die Karten spielt. Und dann wäre doch am Ende alles umsonst gewesen. Also die ganzen Anstrengungen, die ganzen Entbehrungen, die ganzen Risiken, das wären umsonst gewesen. Und bis dahin, weil du bist ja nicht blöd, man merkt ja, wie gesagt, bis dahin, dass irgendwas nicht läuft, hat man Stress. Macht man sich Sorgen, reicht das überhaupt? Ist das überhaupt jemals von Erfolg gekrönt? Und das wiederum wirkt sich negativ auf dich und auf deine Familie aus und logischerweise auf deinen Schlaf. Also viele Unternehmer haben dann Schlafprobleme und trinken vielleicht sogar Alkohol, was natürlich keine Lösung ist. Dann ein wichtiger Hinweis übrigens, wenn man sagt, weil viele überlegen, ja, wie viel Vermögen muss ich denn eigentlich haben? Du kannst mir glauben, ich will dir das jetzt hier nicht vorrechnen, um dir die Zeit da nicht zu strapazieren und deine Nerven zu strapazieren. Du brauchst Minimum 3 Millionen Euro liquides Vermögen, von dem du zehren kannst, damit du eine vernünftige, also in Deutschland eine vernünftige inflationsbereinigte, also nach dann wird ja alles teurer, also eine vernünftige inflationsbereinigte Netto-Rente, also nach Steuer, nach Krankenkasse und so weiter, was du alles bezahlen musst, damit du einigermaßen vernünftigen Lebensstandard hast. Und Achtung, dann bist du noch lange nicht reich. Für die meisten ist es trotzdem noch ein geringerer Lebensstandard, als was sie bisher gewohnt sind. Also deswegen 3 Millionen Euro brauchst du mindestens als Vermögen. Ja, und er hat mich dann durch einen Podcast kennengelernt, über meinen Podcast, der Geld-Podcast, und wir sind halt dann ins Gespräch gekommen und dann haben wir uns einfach ein System, für ihn ein System einfallen lassen, ein individuelles System, was auf ihn umgemünzt dafür sorgt, dass er mehr Geld übrig hat. Weil ein Beispiel davon ist zum Beispiel, dass wir die Kleinigkeiten transparent gemacht haben, ja, die sich eben doch im Laufe der Zeit aufsummieren, wo halt Geld immer wieder irgendwo versickert, was er gar nicht so gemerkt hat. Weil jeder hat so diesen blinden Fleck. Ja, diesen blinden Fleck. Und das Schöne ist, kennst du vielleicht das Sprichwort, Geld kommt zu Geld. Wenn du einmal diese Maschinerie in Gang gebracht hast und du plötzlich mehr Geld hast, dann ziehst du in Folge mehr Geld an. Das ist genau dieses Sprichwort beschreibt. Und dieses Geld behalten, also so ein System, ist nun mal viel, viel einfacher, als wenn du das versuchst zu kompensieren durch mehr Umsatz oder durch mehr Mitarbeiter. Weil um mehr Umsatz zu machen, musst du ja auch Sachen anders machen, vielleicht auch mehr Mitarbeiter einstellen. Das kostet viel mehr Energie, die wieder einzulernen oder Prozesse neu zu strukturieren. Das ist viel, viel schwerer, lohnt sich natürlich trotzdem, aber es ist viel, viel schwerer, als erstmal das Geld zu behalten.
Das Ergebnis war dann aus dem Ganzen, er hat es geschafft, vernünftig Rücklagen aufzubauen, konnte dann auch über 100% mehr sparen in, auch das man sogenannte Basisinvestments, ja, also hat es geschafft, weit über 100% monatlich mehr zu sparen, gleich von Beginn an, und konnte dann auch einfach mal 10.000 Euro in Gold und in Bitcoin bezahlen. Also Gold von gutes Gefühl und Bitcoin, weil er halt einfach mal dabei sein wollte, ne, bei dieser Party. Weil das Problem ist, irgendwann ist halt jede Party mal vorbei. Und dann ist es gut, wenn du halt das Geld hast, die Liquiden, das liquide Vermögen, um dann mit dabei sein zu können. Ja, wenn du sagst, hey, pass auf, ich habe da schon den ein oder anderen Hänger, dass ich das auch gerne besser und schneller hinkriegen möchte und vor allen Dingen zuverlässig, dann kannst du dich gerne bei mir melden, gehst auf meine Homepage drauf, da findest du die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen und wir können einfach mal kostenlos miteinander ein Erstgespräch führen. Ich kann dir zeigen, welche Stellschrauben notwendig sind und welche Möglichkeiten sich daraus auf jeden Fall für dich ergeben. Ansonsten, ab hier liegt es an dir. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Dein Michael. Ciao, ciao.